Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu den FIFA 17 Squad Building Challenges. Und wir haben heute wieder mal zwei neue Squad Building Challenges von EA geschenkt bekommen, nämlich die Afrika Tour und die Europa Tour. Die will ich jetzt mal zusammen mit euch machen. Ich habe mir die Teams schon erstellt. Die sind jetzt nicht hundertprozentig ohne Loyalität, kann ich gleich mal vorneweg sagen, weil ich habe die jetzt einfach mal schnell zusammen gemacht aus dem Verein. Aber es gibt ja mittlerweile viele Möglichkeiten, sich da Teams rauszusuchen im Internet. Von daher ist es eigentlich nicht mehr so interessant, sich da die Spieler einzeln rauszusuchen, die Teams dann wirklich so zu machen. Und ich denke mal, die Sets sind ganz gut. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich diese Squad Building Challenges überhaupt noch mache. Weil man ja trotzdem relativ gute Sets bekommt. Wie hier zum Beispiel ein seltenes Spielerset, also ein 50k-Set. Wir bekommen meistens allerdings relativ schlechte Spieler aus den Packs. Ich hoffe, dass es ein bisschen besser wird heute. Wir starten einfach mal rein. Die erste Challenge ist die Elfenbeinküste. Dort brauchen wir vier Spieler aus der Elfenbeinküste mindestens. Mindestens fünf Ligen, mindestens fünf Gold und 90 Teamchemie. Und ich habe einfach mal geschaut, welche Spieler ich habe von der Elfenbeinküste und habe dann einfach die restlichen Spieler ergänzt noch. Ich habe dann hier drei Spieler aus der französischen Liga bzw. der zweiten französischen Liga noch eingebaut. Und einen Elfenbeinküstenspieler aus der MLS. Und damit hat es dann hingehauen. Also 97 Chemie jetzt in dem Fall. Und ihr seht, alle bis auf einen Spieler haben Loyalität. Das heißt, so würde das bei euch jetzt nicht unbedingt funktionieren. Da müsst ihr vielleicht noch den einen oder anderen Spieler austauschen. Aber alles in allem hat man da hier zum Beispiel mit diesen drei Stürmern hier, ZOMs und mit Kalou schon mal eine gute Grundbasis für diese Challenge. Es gibt hier ein Elektrum-Spielerset für die Challenge, ist denke ich ganz okay. Und Marokko ist die nächste Challenge. Dort brauchen wir mindestens drei aus Marokko. Das sind auch gleich mal meine drei Angreifer: Boufal, Amrabat und der gute alte El Sar. Und wir haben eine 75er Teambewertung, bräuchten wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen nur 70 und dürfen maximal drei Ligen verwenden. Und weil ich hier schon zwei aus der Premier League habe und hier einen aus der spanischen Liga, habe ich einfach den Rest aus der Premier League gemacht. Von daher auch einige Goldkarten drin. Es gibt auch sicherlich, wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, eine andere Liga noch nimmt, hinten drin, wo man niedrigere Spieler verwenden kann mit niedrigerem Rating. Von daher ist das jetzt mit Sicherheit nicht die günstigste Variante, aber ich denke mal, so sind wir trotzdem relativ günstig weggekommen. Bekommen ein Premium-Silberspieler-Set dafür. Ist, denke ich, auch nicht das beste Set, aber die guten Sets kommen dann erst bei der zweiten Challenge, bei der Europa-Challenge. Genau, Senegal ist die letzte Challenge, die wir heute haben. Und dort brauchen wir mindestens sechs Spieler aus Senegal, was die Challenge eigentlich relativ schwer gemacht hat. Und dürfen maximal drei aus derselben Liga verwenden und brauchen ein 72er Teamrating und 90 Teamchemie. Und ihr seht, ich habe auch genau die 90 Teamchemie und ich habe auf allen Spielern Loyalität. Das heißt, eigentlich wäre das nur 80 Chemie, wenn ihr die so nachbaut. Also kann ich euch auf jeden Fall davon abraten, diese Mannschaft nachzubauen. Schaut einfach mal nach, welche Spieler ihr habt von diesen jeweiligen Vereinen, beziehungsweise Nationen natürlich. Senegal müsstet ihr einige Spieler dann ha haben oder kaufen. Hier zum Beispiel verwende ich einen ZM als Innenverteidiger. Das würde natürlich überhaupt nicht funktionieren, wenn wir die Loyalität nicht hätten. Also da bräuchtet ihr hier auf jeden Fall einen Senegalesen aus, also einen Innenverteidiger aus Senegal, damit es hier so hinhaut. Und der Rest ist dann einfach zusammengebaut, zweite Liga und französische Liga bei mir hier. Gibt auch nur ein Nur-Spieler-Set, also sollte es nicht allzu teuer gestaltet werden. Und ja, jetzt haben wir die Nigeria-Challenge natürlich noch ausgelassen. Dort brauchen wir vier von Nigeria, das sind auch gleich meine zwei Stürmer. Und hier der ZM und der RM, der bei mir auch ein ZOM ist. Also hier könntet ihr auch natürlich wieder einen RM aus Nigeria verwenden. Und der Rest ist einfach aus Deutschland. Aus der Bundesliga im Idealfall oder der zweiten Liga. Wir brauchen natürlich drei Goldkarten. Von daher eignet sich die Bundesliga ein bisschen besser als die zweite Liga. Ist, denke ich, nicht allzu schwer. Hier gibt es ein Premium-Goldset dafür. Und dann schließen wir mal die Challenge ab. Sind wir auch komplett fertig. Und dafür gibt es dann, ich weiß gar nicht, was es dafür gibt, ein Premium-Elektrum-Spieler-Set. Ich habe gar nicht mehr genau im Kopf, was die Sets überhaupt sind. Diese Elektrum-Sets, was da welches ist, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber die gab es ja am St. Patrick's Day, von daher waren die, denke ich, ganz gut. Und jetzt kommen wir zu den vier interessanten Challenges, nämlich Italien, Niederlande, Portugal und Spanien. Die sind auch etwas schwerer und da habe ich auch Teams gebaut, die ihr so nachbauen könnt.
Und die werden dann bei euch auch so funktionieren. Ich habe hier nämlich die meisten Spiele auch gekauft, seht ihr hier schon. Und ja, in dem Fall hier müsstet ihr dann wahrscheinlich die ein oder andere Positionsumwandlung vornehmen, damit das auf 90 Chemie hinhaut. Aber das funktioniert auf jeden Fall so, wenn ihr diese Spieler verwendet. Und wir brauchen 7 aus Italien, maximal 3 Ligen und genau 3 Nationalitäten. Das macht es natürlich relativ schwer. Gehen wir einfach mal schnell durch. Perrin im Tor, dann rechts haben wir Mariano, Innenverteidigung ist Gamberini und Andreoli bei mir. Links Ferreira, im Mittelfeld haben wir Vazquez, Motta und William Carvalho, den 83er. Rechts haben wir Borini, im Sturm Okaka und links den guten Otavio. Und damit haut es hin, haben wir 80 Bewertung und ausreichend Chemie. Gibt ein Premium-Goldspieler-Set für die Challenge, ist denke ich auch ganz ordentlich. Und dann gehen wir mal weiter direkt zur Niederlande. Ich will hier gar nicht allzu viel Zeit verschwenden. Und ja, wir brauchen hier genau 5 Spieler aus den Niederlanden. Wir brauchen maximal 3 aus derselben Liga, 4 Nationalitäten, 79 Bewertung und 90 Teamchemie. Ihr seht schon, meine Mannschaft hat 100 Chemie, das heißt, die haut auf jeden Fall so hin bei euch. Und ja, welche Spieler haben wir verwendet? Im Tor haben wir den guten Campana aus der argentinischen Liga. Dann rechts haben wir den Malo aus der spanischen Liga. Dann haben wir zwei argentinische Innenverteidiger aus der argentinischen Liga. Da ist eigentlich egal, wen ihr da nehmt. Links haben wir dann Kongolo. Damit geht es auch los mit unseren holländischen Spielern. Der Rest ist komplett Holland, bis auf die rechte Seite, die wir jetzt hier noch haben, mit dem guten Gomez und dem Rodrigo. Dann haben wir Wesley Sneijder als ZOM, als ZM haben wir Pröpper. Dann haben wir links Lenz und im Sturm Robin van Persie. Und damit haut auch diese Challenge hin. Ist, denke ich, auch relativ günstig. Es gibt hier ein seltenes Elektrum-Spieler-Set. Dafür, das ist, glaube ich, ein 30k-Set, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber sollte ganz ordentlich sein. Ich bin natürlich mal gespannt, ob wir endlich mal was Gutes ziehen aus diesen SBC-Packs. War ja schon lange, lange nicht mehr der Fall, dass wir aus den SBCs was Gutes bekommen haben. Hier die Challenge ist wahrscheinlich etwas schwerer als die anderen. Portugal, da brauchen wir mindestens 4 aus Portugal. Und ihr seht schon, ich habe sehr, sehr viele Portugiesen. Und das muss man auch haben, weil sonst haut die Challenge nicht hin. Wir brauchen nämlich genau 9 Ligen. Und das ist die Sache, was die Challenge sehr, sehr schwer macht. Wir dürfen also nur 2 Spieler aus einer anderen Liga verwenden. Und, beziehungsweise 2, die 2 Ligen doppelt, so rum. Und es ist bei mir in dem Fall jetzt hier Zenit St. Petersburg, die russische Liga und die türkische Liga. Haben wir zweimal. Und ja, wir haben sehr, sehr viele Spieler hier mit Loyalität, das seht ihr auch. Es liegt daran, dass ich hier den Fonte im Sturm habe, den Innenverteidiger. Das wird bei euch natürlich so nicht funktionieren. Da müsstet ihr eine Alternative für den Sturm suchen. Da gibt es, glaube ich, noch die ein oder andere Position, wo man ein bisschen variieren kann. Hier zum Beispiel dann, oder ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie das funktioniert. Dann tun wir hier den wahrscheinlich raus. Fonte in die Innenverteidigung, genau. Und dann einen Torhüter von West Ham. Und im Sturm dann gibt es den Danny von Zenit St. Petersburg, den könnt ihr dann verwenden. Und dann haut das auch so hin. Und dafür gibt es ein Jumbo Premium Gold Set, also ein 15k Set. Auch ganz ordentlich. Und dann kommen wir auch zur letzten Challenge. Da gibt es das Prime Gold Spieler Set, das 45k Set, richtig nice. Und wir brauchen 9 Spieler aus Spanien, maximal 4 Ligen, maximal 4 aus derselben Liga, so rum. Mindestens 9 seltene und 81 Bewertungen, 90 Chemie. Und ja, ich gehe einfach mal wieder die Spiele durch. Wir haben Reyna im Tor, Gaspar rechts in der Innenverteidigung, Olivas und Vigas. Dann haben wir links den Eliseo von Benfica, im Mittelfeld Gabi, Torres und Valero. Ja, rechts haben wir dann den Villar, im Sturm den 83er Aspas und links den Rafa. Und damit kommen wir auch auf die Chemie, die wir brauchen, und das sollte dann auch so hinhauen, genau. Ihr müsstet dann, wenn ihr keine Loyalität auf keinem dieser Spiele habt, den Rafa noch umwandeln zum LF. Dann haut das auch bei euch hin. Und dann würde ich sagen, schicken wir auch die Mannschaft weg.
und haben jetzt ein relativ großes Pack-Opening vor uns. Ich bin wirklich gespannt, was wir bekommen. Europa-Tour abgeschlossen. Es gibt jetzt hier noch ein 50k-Set, also da haben wir wirklich mal eine Chance, ein bisschen was an Coins wieder rauszuholen. Hoffentlich einen Inform aus dem Team der Woche, was ja richtig geil ist. Und dann drücken wir mal die Daumen, würde ich sagen. Fangen wir einfach mal an mit dem Nur-Spieler-Set. Das wird jetzt nicht so berauschend sein, wie wir es kennen. ZDM, Aaron Hunt, genau. Was haben wir sonst noch so? Mercano, Titon. Ansonsten nichts, was wir gebrauchen könnten. Ne? Stoßen wir einfach mal ab. Dann geht es eigentlich schon weiter. Wir haben jetzt nur noch ein Silber-Set und ein Gold-Set, was nicht so gut ist, aber dann haben wir eigentlich relativ gute Sets, die wir hier noch öffnen können. Der Vakaso, der ist, denke ich, auch nicht schlecht. Ist aber, glaube ich, auch nichts wert. Maguire, Burr, Haberer und so weiter. Silberspieler weiß man immer nicht genau, ob die was wert sind oder nicht. Manche sind sehr, sehr viel wert aufgrund von verschiedenen SBCs. Manche sind überhaupt nichts wert. Hier bekommen wir den Diego Angelo aus Brasilien und ansonsten Teamfitnesskarte ist, denke ich, auch ganz gut. Und der Torhüter hier kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der was wert ist. Ja, sieht auch nicht so aus. Nee, 500 Coins, also den können wir abstoßen. Und dann geht's auch direkt mal weiter mit was machen wir weiter? Ich würde mal sagen, Elektrum-Spieler-Set, ein seltener Spieler. Wen werden wir bekommen? Immerhin einen Gold-Seltenen. ZM aus Belgien. Ojija Ofoe. Ja, das ist natürlich geil. Ansonsten trotzdem ein paar Spieler, die wir verwenden können oder wieder verkaufen können. Nämlich den hier aus der Elfenbeinküste. Das werde ich im Nachgang am Video dann alle verkaufen. Oder die werde ich dann nach dem Video hier auf den Markt stellen. Um dann noch ein paar Coins rauszuholen. Zusätzlich, jetzt kommen wir mal zum Jumbo Premium Gold Set. Auch hier keine große Sternschnuppe. Jetzt könnte EA uns doch mal wirklich einen Gefallen tun und mal wieder eine gute Karte rausholen. In SBCs haben wir wirklich kein Glück. Ist ganz einfach so. Weiß nicht warum, ob sie da vielleicht in diesen Sets das oder die Wahrscheinlichkeit, was Gutes zu ziehen, runterdrehen oder so, keine Ahnung. Aber ich ziehe da wirklich nie was Gutes. Aber vielleicht passiert es ja noch in diesem Video, dass wir hier was Gutes bekommen. ZOM, 10% Petersburg, der gute alte Giuliano, 82er, dürfte auch ein Upgrade sein. Aber ich glaube auch, der ist nichts wert und deswegen speichere ich den einfach mal im Verein für zukünftige SBCs. Den hier stoßen wir mal ab und dann geht es direkt mal weiter. 4 Sets haben wir noch übrig. Das seltene Spielerset machen wir zum Schluss, würde ich sagen. Jetzt machen wir erstmal das Premium Gold Spielerset. 3 seltene Spieler, da ist auch meistens nichts Gutes drin. In dem Fall ist es Musacho, der ist nicht ganz so schlecht, 83er immerhin. Und Gomez haben wir auch noch und Koulibaly, also die 3 seltenen Spieler waren eigentlich ganz gut. Dazu bekommen wir auch noch einen Innenverteidiger von Palermo und aus Costa Rica. Der dürfte ein bisschen was wert sein, ja genau, 1000 Coins immerhin. Und den stelle ich auch gleich mal drauf. Ansonsten behalten wir die anderen erstmal im Verein und den Musacho werde ich auch mal auf die Transferliste packen. Und falls wir jetzt noch einen guten Spieler bekommen für die Transferliste, dann müssen wir da natürlich ein bisschen aufräumen, aber das kriegen wir, denke ich, hin. Jetzt machen wir erstmal das seltene Elektrum-Spieler-Set auf und auch wieder nichts Gutes. Linkes Mittelfeld, Wijnaldum oder Wijnaldum oder wie auch immer. Bernardeschi, Quarte, Pinto und so weiter. Matt Bessler ist sicherlich auch ein sehr guter Silberspieler. Und Sinclair kann weg. Und dann geht's mal direkt weiter mit dem Prime Goldspieler Set. Mal schauen, was uns da erwartet. Auch hier keine große Stellung, das kann doch nicht sein. Pirlo, 82er. Und ja, was haben wir noch? Schneiderler, Campbell. Ich glaube, die Team der Woche oder die Top-Partien-Challenge ist schon abgelaufen. Da brauchen wir keine Costa Rica-Spieler jetzt mehr aufheben. Von denen hier brauchen wir, denke ich, auch keinen aufheben. Und
Ja, jetzt kommen wir zum letzten Set, dem 12-Spieler-Set. Wenn euch das Video auf jeden Fall jetzt schon mal gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr in Zukunft noch weiterhin SBCs sehen wollt, wie wir sie ja eigentlich jedes Mal machen. Also ich versuche wirklich jede SBC für euch hochzuladen. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir öffnen jetzt einfach mal das seltene Spieler-Set, hoffen auf eine gute Karte, kein Walkout, ein großer Stern immerhin. Wer ist es? Höwedes von Schalke. Ist jetzt auch nicht die geilste Karte. 84er Höwedes, aber Mandanda haben wir auch noch. Moutinho. Und ansonsten eigentlich nichts wirklich Berauschendes. Zwei oder drei 84er immerhin in dem Set. Also, das ist ganz ordentlich. Da können wir uns, denke ich, zufrieden schätzen oder können wir relativ zufrieden sein. Würde ich sagen, lasst mich gerne mal wissen, was ihr in den Packs gezogen habt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob ihr da mehr Glück hattet als ich. Wir hatten wie immer relativ schlechtes Packluck, aber da kann man natürlich nichts machen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, falls ihr neu seid und mehr Videos von mir sehen möchtet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Jules. Haut rein.